So, da hat sich doch unbemerkt beim letzten Mal tatsächlich hier ein Commander Kirak Level eingeschlichen. Ach so, ich habe ja auch noch das Labyrinth, aber das ist halt Tier 8. Ich könnte delven. Was hat er denn noch zu verkaufen? Tempel, Tier 5. Wie viele habe ich denn? 30. Könnte ich fast machen, dass ich mir den Tempel hier hole. Und dann machen wir den Kirak-Level. Das ist dann Tier 6, ein Atoll. Nochmal ein Labyrinth-Trial. Ja, macht Sinn, weil ich tatsächlich dann das Tier 8 Level, also ja, machen könnte. Oder Phantasmagoria oder Overgrown Shrine, auch Labyrinth. Legion interessiert mich nicht, Blight interessiert mich nicht. Minus 8 Player Resistances. Das könnte negativ sein. Wie schaut es da aus? Minus 8. Da hätte ich hier 81, würde immer noch reichen. Also wäre okay. Ah, nee, das ist glaube ich minus 8. Das heißt, das ist dann von den 75 geht es runter. Ja, dann ist es nicht okay. Hey. Dann doch die andere Labyrinth. Overgrown Shrine. Exposure habe ich leider nicht. Die haben mehr Leben. Die haben einen größeren Area of Effect. Können nicht gestunt werden. Buffs on players, expires I've faster. received a report of a I will mysterious do this. progress. Ich will den Labyrinth Trial machen, damit ich dann noch eine Einladung für das Labyrinth kriege. Gucken wir mal, ob der Overground Shrine. Ja, also es ist ein blaues Pack. Und sie lassen sich echt Zeit. Entscheidungen immer in Richtung Verteidigung gelegt. Ich glaube, ich muss mal wieder was verteidigen. Die Überlegung ist ja, den nächsten Skillpunkt hier reinzusetzen, um 8 Increased Mana Reservation Efficiency zu kriegen. Und dann hoffe ich, dass ich hier das hier Determination und Malevolenz hier gleichzeitig laufen lassen kann und trotzdem noch genug habe. Standing Stout. Stinging Doubt. Naja, gucken wir mal, dass wir da lebendig durchkommen. Wäre sinnvoll. Stinging Dubs machen ja gar nicht so viel, wie es ausschaut. Bei dem Golem aber anscheinend schon. Also die Kombination von hier Freezen, also langsam machen und Schaden ist schlecht. Ja, kurz vom Scheißhaus zusammenbrochen. Das ist jetzt die Überlegung, was mache ich? Jetzt bin ich wieder zurück auf 69, gehe ich da nochmal rein oder lasse ich es bleiben? Brauche ich das wirklich so dringend? Nein, brauche ich nicht. Ach Mädels, das ist echt ärgerlich.
Ja, warum gehe ich das Risiko ein? Ja. Ich sollte halt einfach kein Risiko mehr eingehen. Ich brauche nichts, außer dass ich 84 werde. Aber da bin ich jetzt wieder ewig weg von. Ja, wie gesagt. Boah, was ist jetzt hier? Robo und Schwein, ist das auch ein Schlauch? Weil dann gehe ich nochmal zurück. Wenn ich eins habe, dann ist es Zeit. Muss ich mir auch nehmen, wenn ich irgendwie nochmal erfolgreich irgendwas auf die Beine. Viel zu langsam. Oder zumindest die Blue Packs. Das weiße Zeug geht ja so einigermaßen. Gelbe ist jetzt relativ schnell gefallen. Er braucht wieder in Ordnung und gibt mir ein Tier 7. Das ist natürlich nett. Das ist natürlich nett. Das bedeutet doch, ich total happy bin. Ja, bin ich gestorben gerade. Aber ist doch egal. Nee, einfach kein Risiko. No risk. Und wenn irgendwas sass ist, also sprich irgendwas mich so bedrängen kann, dass mein Leben schwindet, einfach verlassen und was anderes. Und zwar immer dieses Gefühl, als hätte ich irgendwas verlieren würde. Also ob du irgendwie aufgibst und dann verlierst du dann nicht Vermögen, wenn ich es jetzt so tue. Aber das ist wahrscheinlich falsch, weil das Ziel ist 84. Wow. Ist zum Thema. Soll ich jetzt aufgeben? Was war da jetzt? Diese lila Dinger machen halt Schaden, aber Gegner auch noch Schaden machen. Gleichzeitig. Aber es war schon. So, gleich nicht so schnell. Oh, Hatred. Sehr gut. Das habe ich aber schon. Oh ja, da wieder. Jetzt schaut Lilla eben noch Chaos Damage aus. Der Wirbel macht mir gar nicht so viel, aber vielleicht im Kombi. Ich weiß es nicht. Es ist echt durchsichtig. Ja, es ist immer dieser Kampf. Was ist die beste Strategie, um Schaden zu machen? Ist es die dicke Rüstung? Oder ist es der viele Schaden, den du machen kannst, weil die dann gar nicht dazu kommen, Schaden zu machen? Ich weiß es. Dass ich nicht genug Schaden habe. So, dann haben wir jetzt hier den Boss.
So, Chaos Damage from the ground. Das tut mir auch weh. Er schafft es eigentlich. Weil die was und sich runterzubringen. Oder das ist halt wahrscheinlich das. Again, Tier 7 Mineral Pools. Gut. Zwei Tier 7. Ich habe zwar nicht erledigt, was Kirak von mir wollte. Was ich mir ausgesucht habe. Hallo. Aber dafür bin ich gestorben. Schön. Again, what learned. Kein Risiko eingehen. Merkt ihr das? Kein Risiko eingehen. Kannst du bitte. Ich glaube, das ist das größte Problem, dass ich mir das nicht merken kann. Dass ich das mir nicht merken kann. Deswegen bin ich jetzt auch wieder erst auf 73. Gut, aber ich habe jede Menge Tier 7. Habe ich da schon Lücken geschlossen? Ja, ja habe ich. Das heißt, Necropolis ist wirklich die letzte, einzige. Aber ich habe keine Tier 6 mehr. Muss ich also Tier 5 spielen? Und ich mache da zwar den Transmutation drauf, aber ich habe keinen Bock, das auszugeben oder das. Das heißt, ich habe den mit 4 und 8. Das ist unter